Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Wir sind zurück mit einem neuen Video, aber als allererstes begrüße ich ganz herzlich den Gefährten. Hallo Gefährte und hallo liebe Zuschauer zu diesem sehr, sehr coolen Mock. Das Ganze haben wir gefilmt auf der Sabrik, aber ihr merkt, wir reden das jetzt alles nochmal nach, denn es war einfach zu laut vor Ort, als hätten wir das eben live machen können. Ja, kurz zum Mock. Der Mocker verlinken wir euch auch jetzt nochmal in der Videobeschreibung. Er hat einen sehr coolen Instagram-Kanal, das heißt nach dem Video besucht diesen gerne mal. Ja, und man sieht jetzt eben sein Mock-Gefährtin und was ist es? Ein riesengroßer Hangar und ich würde sagen, wir legen sofort los. Ja, mit dem sehr schönen 8080. Das Thema des Mocks kann man ja ganz klar in das Thema Basis einordnen und davon ist eben auch ein Teil der Hangar. Genau, und ich würde mal sagen, wir steigen gleich hier ein mit dieser coolen Brücke, wo die Minifiguren draufstehen. Die ist richtig cool gebaut und sowieso diese Mauer, die ist richtig, richtig cool. Ja, es ist halt Thema Imperium, das sieht man auch sehr gut an den Wänden. Hier vorne natürlich auch an den Stormtroopern und wie gesagt, Mittelpunkt ist der AT-AT und es ist eigentlich eine Art Wartungsraum für diesen. Das heißt, sehr viele Geräte drumherum. Als sehr wichtiges Fahrzeug des Imperiums ist auch natürlich sehr viel Personal vor Ort. Das ist nämlich auch so ein Detail, wo ich gerne mal drauf eingehen würde. Nämlich sind gar nicht so viele Personen eigentlich vorhanden, wie man hier auch sehr schön erkennen kann. Aber trotz allem hat jeder so seine bestimmte Aufgabe und dadurch wirkt das Ganze auch richtig lebendig. Ja, und auch einmal kurz Lob an diese selbstgemachten Wartungsarbeiter sowie diesen coolen Roboter. Ich weiß nicht warum, der hat was. Und dann eben im Mittelpunkt ja der AT-AT. Wir schauen uns das jetzt mal von der Seite an. Und wohlgemerkt auch diese, ja, gewaltigen Wände, du hast es bereits gesagt, Stützpfeiler und auch der schwarze Boden mit diesen weißen Linien. Es wirkt halt einfach alles schön massiv, auch hier vor allem diese Stützpfeiler, du hast es schon erwähnt, die sind richtig einfach eigentlich gebaut, obwohl man das gar nicht so denken würde. Nämlich hat er hierfür einfach ganz viele farbige Bricks genommen und dann einzelne Plates sich geschnappt und die ganzen Fliesen einzeln draufgesetzt und das dann sozusagen einfach damit verbunden. Was ich ganz cool finde, ist auch die Tür im Hintergrund. Ich meine, ein AT-AT braucht auch einen passenden Eingang. Und auch hier ganz cool an diesem Mock ist einfach, er hat nicht so viele kleine Details eingebaut, aber manchmal reicht eben dieser hellgrau, dunkelgrau Farbkontrast. Das passt einfach, deswegen kommt diese Tür auch gut zur Geltung. Und jetzt sehen wir uns das mal von hinten an und auch das ist doch etwas Besonderes, Gefährte. Hier sind erst einmal so viele kleine Szenen, das heißt, müsst ihr euch vorstellen, es sind kleine Räume wie diesen hier zum Beispiel. Da ist einfach so, ja, so eine Art Laserszene, da wird noch ein Teil fertig gemacht. Und das Coole daran ist einfach, man kann von drei Seiten eigentlich da reinschauen. Das heißt, das Ganze wirkt sehr offen und dadurch kommt auch ganz viel Licht rein. Ja, theoretisch könnte man die Räume auch nach beliebigen austauschen, das hat er auch gemeint. Und es ist eigentlich ganz cool, um nochmal mehr zu entdecken. Und was ich auch gut finde, dass er eigentlich die Wand kaum mit farbigen Bricks gebaut hat, das erlaubt eben, dass man sich solche Räume hinten noch anschauen kann. Hier ist eben noch so ein kleiner Mini-Raum gleich nebenan, so eine Art, ja, Aufenthaltsraum für die Minifiguren, ist auch gleichermaßen cool gebaut, hier vor allem mit diesen weißen Linien und mit diesen Rohren. Ja, das ist eben das, was ich vorhin meinte, etwas schlicht, aber das reicht vollkommen aus. Das ist halt das typische Imperium-Aussehen, sage ich mal, und da eben nochmal so ein schöner Blick auf die Konstruktion. Und darüber haben wir eigentlich noch gar nicht geredet, Gefährte, nämlich über die Lichtinstallation. Genau, hier zeige ich gerade drauf, da ist das Licht. Er hat alles miteinander verkabelt, dass man natürlich gegebenenfalls auch ein bisschen Licht hat. Aber eigentlich, meinte ich ja auch vorhin schon zu dir, man braucht eigentlich gar kein Licht, weil oben ist natürlich offen, dann die ganzen anderen Seiten sind offen und die kleinen Räume halt auch. Ja, das ist immer die Gefahr beim Mockbauen, besonders bei sowas wie eine Basis, dass man so viele dunkle Ecken hat. Er hat es ja eben gut gelöst und darüber haben wir auch noch nicht geredet, dass dieser Hangar ja eigentlich nochmal ergänzbar ist. Also er könnte da theoretisch noch einmal 1:1 das gleiche nebendran bauen und hat damit einfach seinen Hangar erweitert. Und ich glaube, das ist auch der Plan, der er eigentlich verfolgen möchte. Er hat nämlich gemeint, entweder nimmt er hier, man sieht sie nochmal, die beiden Räume einfach weg oder er baut neue rein oder er erweitert sie und man hat nachher einfach ein riesig großes Mock. Das Mock ist in dem Sinn auch ziemlich gut, dass man es halt sehr gut zum Ausstellen irgendwie eben benutzen kann. Das ist sehr modular gebaut. Das könnte man auch einfach perfekt in die Ecke stellen.
der 8080, darüber haben wir auch noch nicht geredet, der ist natürlich auch ein Mock. Das ist kein Set, das erkennt man auch daran, dass wenig Noppen zu sehen sind. Und wichtig dabei ist natürlich auch, das hat er extra erwähnt, der steht einfach nur ganz ruhig da, wenn man jetzt hingehen würde und man ruckelt ein wenig am Mock, dann muss das Ganze natürlich auch umfallen. Ja, das war's dann jetzt mit diesem Video und erstmal nochmal Lob an den Mocker, wirklich ein Hammer-Hammer-Mock. Wir sind sofort dahin gelaufen, es macht sehr viel Spaß, sich das anzuschauen. Also wirklich cooles Mock und damit Gefährtin. Würden wir sagen, bis zum nächsten Mal, euer Joyforce-Team. Tschüss!